Ja, hallo, hier ist der Jan von der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Heute werden wir uns angucken, was Rossnodes sind. Rossnodes sind eigentlich nichts anderes als ausführbare Dateien, die wir selber in ROS schreiben können. Dazu brauchen wir drei Befehle: einmal ROS Core, ROS Node und ROS Run. ROS Core startet den ROS Master und einen Parameter-Server und erwartet darauf, nur mit eurem selbstgeschriebenen ROS Node oder ROS-Knoten in Deutsch gesprochen zu kommunizieren. ROS-Node habe ich gerade schon angesprochen, ist die ausführbare Software, die wir selber schreiben. Und ROS-Run brauchen wir, um diese Software nun auszuführen. So, fangen wir am besten mal ganz vorne an. Wir öffnen unser Terminalfenster und geben dort einfach ein ROS-Core. Dies startet den ROS-Master und nun wartet nur darauf, dass irgendwelche Nodes darauf zugreifen. So. Was wir nun ganz gut machen können ist, wir öffnen uns ein neues Terminalfenster und geben einfach mal ein ROS Node List und geben uns an und gucken uns an, welche Nodes alle gestartet sind. Nämlich, na klar, ROS Out auf jeden Fall, weil wir gerade ROS Core gestartet haben. So. Wir können uns noch Informationen dazu reinholen mit rosnode info slash rosout. Nur kann man die Prozess-ID sehen zum Beispiel und so weiter. Ist vielleicht auch nicht ganz so wichtig für den Anfang. So, nun kommen wir mal zum spannenden Teil. Wir führen mal einen Knoten aus. Wir werden jetzt erstmal keinen Knoten selber schreiben, sondern wir werden einen von ROS zur Verfügung gestellten Knoten benutzen. Also, wir schreiben in unser Terminalfenster rein ROS run. Das ist der Befehl zum Ausführen eines Knotens. Gefolgt vom Paketnamen und gefolgt vom Knotennamen. So, ich zeige euch das mal. Es gibt in ROS ein Paket, das heißt Turtle Sim. Und in diesem Paket befindet sich ein Knoten, der heißt Turtle Sim unterstrich Node. So, also nochmal. ROS run ist der Befehl zum Ausführen, gefolgt vom Paketnamen, gefolgt vom Knotennamen. Ein Knoten könnte zum Beispiel sein, wie in einem vorherigen Tutorial, da habe ich Hello World in Eclipse vorgestellt, könnte Hello World ein Knoten sein. So, nun müssen wir noch Enter drücken. Und es öffnet sich ein Fenster mit einer Schildkröte. So, können wir ein weiteres Fenster mal öffnen. Und wenn wir jetzt wieder ROS Node List eingeben, sehen wir, es ist ein neuer Knoten hinzugekommen. So, schließen das hier mal wieder mit Ctrl-C. Wir können dem Knoten einen anderen Namen geben. Also dem ausführbaren Knoten. Dies können wir machen mittels ROS run wieder. Ups, Autovervollständigung zu früh angewandt. Turtle Sim und gefolgt vom Knotennamen wieder. So, jetzt kommt zwei Unterstriche, Name, Doppelpunkt, gleich. Und jetzt geben wir dem Ganzen einen Namen, nämlich my-turtle zum Beispiel. So, nochmal wie eben, ROS run, Paketname, Knotenname und dann zwei Unterstriche, Name, Doppelpunkt gleich, Knoten ab. Nämlich, das startet der wieder und wir können hier wieder mit ROS node list wird dann ausgegeben my-turtle, nämlich den Namen, den wir gerade gegeben haben. Wir könnten noch ROS node Ping, my turtle machen nun. Und nun pingt er ihn an. Wenn man es braucht, weiß man, dass es da ist. So, das war es eigentlich auch schon. Was wir wissen müssen, ROS Core muss immer gestartet werden, wenn wir Knoten oder in englischen Nodes ausführen wollen. ROS Node holt uns Informationen rein zu einem Node und ROS run
gefolgt vom Paketnamen und dann gefolgt vom Knotennamen, ist dafür da, um diesen Knoten auszuführen. So, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und tschüss.